Hier ist wieder Plain Prawn, heute mit einer neuen PPFGV-Folge. Heute mit Plain Prawns Fahrzeuggenerationsvergleich. Heute mit dem Honda Civic RS von 1974. Ja, es ist ja halt ein Honda, ein Civic, den wir aus 74 ja kennen. Dementsprechend ist ja auch sehr interessant, was man so für technische Daten von dem Wagen ja hat, kennt. Und jo, Suchen nach technischen Daten fiel mir auch bei dem Modell schon schwer und dementsprechend sagen wir heute mal so ein bisschen die Historie des Fahrzeugs uns an. Ja, Honda Civic RS, was haben wir denn unter der Haube? Da haben wir unter der Haube einen sogenannten 1,2 Liter Motor mit sage und schreibe 75 PS, also umgerechnet 56 kW. Plain, 75 PS, das ist doch nicht bahnbrechendes bei diesem Modell. Doch, zu der Zeit, 1974, waren schon 75 PS, also eine ganze Menge unter der Haube. Wir schauen uns mal diesen Motor an, wenn wir da reingucken können. Ja, die erste, das ist auch die allererste Generation Honda Civic. Da hatten wir einen Zweifachvergasermotor, ja, zwei Vergaser, die quasi die 75 PS rausgeholt haben. Und es ist 75 PS rausgeholt haben aus dem Motor. Dementsprechend bringt er ein Drehmoment von 101 Newtonmeter auf die Vorderachse, ja, frontangetrieben. Dementsprechend hechtet der Wagen. Habe ich jetzt geguckt. Hechten. Ja, der hechtet. Springt. Ist aber, ja. Ein Motor, zweifach Vergaser habe ich irgendwo gelesen. Gut. 1,2 Liter Hubraum, aber dafür hechtet der Wagen. Da habe ich kaum keine Angabe gefunden, nur eine theoretische Angabe. In der Theorie müsste er es theoretisch in 11,2 Sekunden schaffen. 11,7 Sekunden auf 100. Ungefähr, also nagelt mich nicht fest, also das ist eine ungefähr Angabe. Also irgendwo drum um die 12, weiß ich nicht. Genau, also mehr sage ich nicht. Top Speed, da habe ich was gefunden. Da ist bei 160 km/h Schluss. Das ist flott und das ist sehr, sehr schnell für so einen Wagen aus dem Alter. Und er wiegt leer 705 Kilogramm. Jetzt sind wir zumindest an der Stelle, wo es schon interessant wird, 705 Kilogramm. Ja, wir haben das Topmodell von der ersten Civic-Baureihe RS. Ja, erste Generation Civic. Und ja, eigentlich ist die PPFGV-Folge von mir eher bekannt, dass wir ja Generation für Generation weitergehen. Und wieso wir bei dem Modell jetzt mehrere Generationen gleich dann überspringen. Ja, wir haben nicht alle Generationen von Civic, aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die ganzen Generationen vom Civic Type R haben wir im Spiel. Also vom ersten Type A bis zum aktuellen Type A haben wir alle. Und ich kann ja noch mal sicherheitshalber gucken. Wenn es jetzt mal macht. Na. Und wenn wir halt gucken, wie viele Generationen von Type A, Wiki, gibt's laut Wiki haben wir, ja, Type A, da gibt es sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, gibt es seit 1997 und das 97er Modell haben wir ja, den EK9 und ja, und den EP3 haben wir ja auch und die anderen Modelle haben wir sogar auch und die gab es dann hier auch in Europa, außer den EK-Modell und ja, das wird auch sehr interessant, weil die werden wir alle fahren. Bis zum FK8. Aber wo fing es halt an mit dem Modell? Dann kam so zwischendurch CRX-Modell vom Honda. Die CRX, wir haben den CRX Mutant,
Und den späteren CRX aus den 90ern, die werden wir auch noch ein bisschen vorstellen, ein bisschen drauf eingehen. Und dann können wir so richtig anfangen mit den Type R Modellen. Aber das sind die ersten Grundsteine von den sportlichen Civic Modellen von Honda. Und ja, dementsprechend fangen wir heute mit dem allerersten Sportmodell halt an, bevor wir uns so zum Type R so langsam anfangen. Also ein bisschen vorgeplänkelt, bis wir beim Type R ankommen. Und ja, Civic RS, ja, wir schauen mal im Innenraum, da steht nochmal RS, wir haben ein Drehzahlmesser, einen Tacho, der bis 180 geht, ein Japan-Modell haben wir, gab es nur in Japan das Modell der RS. Und wir haben ein, 1, 2, 3, 4. Wir haben ein Viergang. Ich habe hier die Infos für das Fünfgang-Modell. Sehr interessant, aber wir hören uns mal den Motor an. Wie er klingt. Ja, er klingt interessant. Und ja, da gab es ja auch einige technische Besonderheiten beim Civic hier. Der Motor klingt richtig cool. Also er bringt schon Spaß schon gleich von Anfang an. Aber was macht das denn so cool? Ja, es gibt verschiedene Gründe, das den Wagen so cool macht. Und ja, wenn wir halt überlegen, was es für Gründe gibt, das den Wagen so cool macht, schauen wir mal. Aber was macht den Wagen erstmal so cool? Ja, in der USA war das der sparsamste Wagen, den man kaufen kann, mit einem CVCC-Motor. Um jetzt ganz technisch jetzt aufzuklären, würde jetzt hier den Rahmen der Folge sprengen. Es war der erste Civic mit Schichtaufladung. Also man hatte schon früh die Schichtaufladung schon eingesetzt. Dementsprechend auch, es ist der allererste Civic mit der Schichtaufladung gewesen. Die hatten deutlich weniger Leistung. Und ja, dementsprechend auch etwas anders. Ja. Aber was waren die Besonderen? Wir haben über rund um Einzelradaufhängung, also MacPherson Federbeine. Also das ist auch eine Besonderheit bei dem Wagen gewesen. Sonst hat man ja immer auf Verbundslenkerachse oder Querblattfeder eingesetzt. Ist ein längs eingebauter Motor, der sehr drehfreudig ist und sehr hohe Drehzahlen will. Also Honda hat ja früher Motorräder auch verkauft. Und ja, wir wissen. Und ja, und die Motoren hatten so immer so einen Hang zum Hochdrehzahl. Und ja, da macht auch Spaß beim Fahren. Und ich würde mal sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Ich muss mir das Video kurz angucken. Wir haben ein paar Einbrüche und dementsprechend verabschieden wir uns noch nicht. Also es geht jetzt gleich auf die Teststreckenrunde. Also bis gleich. So, dementsprechend auf der Teststreckenrunde. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Also sie sind nicht so stark. Aber wir werden sie sehr stark angezeigt. Ja, Honda Civic, da gebe ich so ein bisschen. Ja, wir haben ein Fünfganggetriebe, laut ihm, wenn ich Infos hier suche. Wir haben ja den 1,2 Liter CV. Wenn wir jetzt richtig gucken, ist hier der Sporting-Variant, der mit dem CVCC-Motor. Wenn ich jetzt richtig gucke. Wir schauen mal aber in den Leistungsdaten hier. Was brauchen wir? 9 Sekunden. Wir brauchen ganz 9 Sekunden auf 100, also interessant. Aber wir haben ja das Modell Road and Sailing, nennt sich hier quasi. Und der wird mit einem 1,2 Liter SOHC Motor mit 8 Ventilen, also ein EB-Inschen und Dual-Kirchenvergaser halt, Carburetors, gespeist. Dementsprechend hat er auch die Leistung von 75 PS. Ja, später gab es ja in 75 bei strengen Abgasnormen wurde dieser Motor durch einen 1,5 Liter Motor ersetzt, den CVCC Motor mit Schichtaufladung 12 Ventilen. Ja, man hatte dann auf mehr Ventilen auch gesetzt. 2 PS mehr, also wo wir 75 PS haben, haben wir es 73 eigentlich, aber es hat die 75 PS Angaben hier gefunden. Also, wenn ich halt nochmal gucke, Daten, die ich habe, 76 PS, 74 PS, also ich reite mal bei 75 PS mich so ein bisschen ein, so ungefähr
zweifach Vergaser, Topspeed 160. Ja, 5-Gang-Schaltgetriebe, dementsprechend ja auch interessant. Und ja, es war auch ein Allerweltsauto, der Honda Civic. Und er brauchte mit dem CVCC-Motor keinen Katalysator. Er war sehr umweltfreundlich gewesen und sehr sparsam zugleich. Also, das ist immer so, was sich so ein bisschen bei den Fahrzeugen zu der Zeit so halt das Problem ist bei manchen Herstellern. Das kann nicht irgendwie gemeinsam funktionieren. Ja. In Forza geht das sogar unter 10 Sekunden auf 100, also das ist schon flott. Und ja, werden wir auch einen Höchstgeschwindigkeitstest machen mit diesem Wagen, weil Topspeed 160, weil wir haben eine Angabe hier in Forza, eine Topspeed von 175 km/h in der Telemetrie. Ah, wir werden mal ausprobieren, wie viel gut er geht. Wir haben auch, aber wir haben ein 5-Gang-Getriebe. Interessant. 4-Gang haben wir nur. Also da haben sie bei Forza, ja, wohl ein Modell mit 4-Gang gehabt. Also was sie eingescannt haben, hatte wohl einen 4-Gang. Aber das Modell, was wir eigentlich haben, hat 5-Gang-Getriebe. Also wir haben wohl ein 4-Gang-Modell eingescannt bekommen, aber wir haben die Technik eines 5-Gang-Civics. Ja, als Honda dann mit einem 5-Gang-Getriebe kam, hat man sogar Vorteile eines 5-Gang-Getriebes langsam kennengelernt. Besseren Durchzug, geringeren Benzinverbrauch. Ein 5-Gang-Getriebe hat einige Vorteile gehabt. Du hast eine bessere Beschleunigung gehabt. Du konntest besser im optimalen Drehzahlbereich fahren mit dem Wagen. Und du konntest das Getriebe so lange übersetzen, sogar auch, dass du auch Spritsparen fahren kannst. Dementsprechend rennt er hier maximal 160 km/h Topspeed laut Honda. Und dann hat er auch so eine gute Beschleunigung auch auf 100, also zu der Zeit 706 Kilogramm müssen hier nur bewegt werden. Und ja, und 74 war auch das Alter des Golf 1. Zu der Zeit kam auch VW mit dem Golf 1 raus und die hatten auch 70 PS aus dem 1 mit weniger Hubraum. Und da gab es halt das Battle VW versus Honda auch. Bis VW dann, ich glaube 1975 kam eine Golf 1 raus oder 1970 und dann später 75 kam der Golf 1 GTI raus und als der Golf 1 GTI rauskam, war der hier ja schon komplett überholt. Jeder wollte ja den Golf 1 GTI kaufen als den hier, den Civic, weil der Civic, der läuft ja nur 160 und der Golf 1 GTI läuft sogar 180, 20 km/h schneller und 40 PS mehr. Aber das RS-Modell ist auch ein sehr gefragtes Modell, weil er zugleich auch das sparsamste Sportmodell von Honda war. Und ja, gab es ja nur ein Jahr diesen Modell, bis sie halt ja auch andere Varianten gebaut haben mit dem größeren Motor, der halt die Abgasnormen ja erfüllen musste. Der Motor, also die konnten diesen Motor sehr lang bauen. Bis halt die Abgasnormen in den USA halt strenger wurden, dann haben sie den Motor gegen einen CVCC-Motor halt ersetzt. Und ja. Aber es muss sagen, mit seinen 75 PS, die er nur hat, fährt er sehr spritzig. Also sehr, sehr spritzig hier der Wagen. Und wir haben das Japan-Modell, weil das RS-Modell gab es nur in Japan. Also haben die Japaner nur das RS-Modell bekommen, wo andere Länder gar kein RS-Modell bekommen haben. Das RS-Modell wurde auch später ja auch, was ich aber gelesen habe, irgendwo, ich ließ ja, wegen Abgasnormen gegen einen anderen Motor. Und das macht mich so ein bisschen fuchsig, so dass RS-Modell einen anderen Motor später bekommen hat. Also, wer zu dieser ersten Generation ziemlich bessere Informationen hat, weil da später auch ein anderer Motor zum Einsatz kam, der soll mal reinschauen. Ich habe irgendwie komischerweise keine Informationen gefunden und da gab es nur im japanischen Markt. Aber wir haben auch ein Japan-Modell. Interessant. Mit 4-Gang-Schaltung. Aber
Aber wir haben ein Spiel Fünfganggetriebe. Aber dementsprechend ja, haben wir auch Scheibenbremse vorne und der Wagen macht hier richtig Spaß. Macht da gerade, also der Civic RS. Ja, mit 75 PS, also wann haben mal 75 PS so viel Spaß gemacht hier, frage ich mich gerade. Und ja, um gleich die besseren Fahrtdruck zu sagen wir erst, wenn die Teststreckenrunde jetzt hier gerade vorbei ist, dann kann ich sagen, wie er sich Spaß macht. Aber es kann schon mal voran, der Motor zieht richtig gut durch. Also vom Gefühl her hat er mehr Leistung. Aber ob ich damit einen Topspeed-Test heute machen, ist die Frage, weil 75 PS ans Limit zu kriegen. Ja, aber denn das sonst? Wir haben einen Japan-Motor hier, weil wir auf der rechten Seite sitzen und einen Tacho bis 180 haben. Das ist ja bei Japan-Importen üblich, weil die japanischen Modelle haben nur diesen Tacho bis 180. Und ja. Und dementsprechend schauen wir uns hier unten Zeit an. Wir haben eine Minute. Ja. Eine Minute 21,731. Und es muss schon sagen, er fährt sich sehr sportlich um die Ecken. Also 75 PS und Sportlichkeit. Ja, das geht. Und das geht richtig gut. Also man kann mir sagen, der Wagen läuft richtig, richtig, richtig gut. Und ja, also ich muss schon sagen, er bremst gut, er geht gut um die Ecke, also ein richtig gutes Handling. Also er zieht sich in die Kurve hinein und vom Gefühl her, vom Durchzug, hat er ein bisschen mehr als 70 PS. Also vom Fahrgefühl her habe ich das Gefühl, er hat 80, 90 PS. Und er zieht richtig gut durch. Der zieht richtig durch, er hat einen sehr durchzugsstarken Vergasermotor. Und er macht auch richtig Spaß beim Fahren und ja. Wir werden jetzt mal schauen, wie er sich in Highspeed-Kurven sich schlägt. Na, ja, und ihr wisst ja, welche Strecke ich war. Darum sage ich, wahrscheinlich er übt sich dann der Höchstgeschwindigkeit-Test, weil wir schon im Rennen schon Topspeed dann fahren. Mal die Gerade. Es gibt einige Punkte, da kann man so ein bisschen Vollgas geben. Da merkt man, wie durchzugsstark der Motor wirklich ist. Aber wir können ja nochmal gucken. Ich meine, ich habe den ja auf Serienstand sofort zurückgesetzt, bevor ich die Folge angefangen habe. Ja, diese Fahrzeuge empfohlen. Aber wir gucken mal. Ja, wir haben 2 PS mehr, 102 Newtonmeter und 735 Kilogramm und 1,2 Liter Hubraum. Also wir haben ein bisschen mehr von beiden, aber mehr Gewicht. Also es gleicht sich aus, aber trotzdem. Er lässt vom Gefühl her, hat man wirklich vom Gefühl her deutlich mehr Leistung der Wagen mit seinem Vergaser. Also er zieht schon richtig gut durch. Und ja, Seitenspiegel waren bei den Japanern nicht an der Tür, sondern an der Motorhaube und doch am Kotflügel vorne. Es war so typisch bei den Japanern, dass es die eher am Kotflügel vorne hatten, die Seitenspiegel, um quasi den toten Winkel zu eliminieren. Da könnte ich mir vorstellen, wieso sie da die am Kotflügel hatten. Tote Winkel, so wenig toten Winkel wie möglich. Und die Fahrzeuge waren auch dadurch auch übersichtlicher zu der Zeit. Deutlich übersichtlicher. Also Eliminierung des toten Winkels konsequent bei den Japanern. Aber das Einstellen des Seitenspiegels war, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Nach meiner Meinung. Und die waren sehr klein, die Seitenspiegel. Also sehr, sehr klein. Ja, was für Konkurrenten hatte der Civic RS noch gehabt? Wir haben einen Konkurrent, den Scirocco S. Der hatte ja auch um diese Leistung. Und wir kriegen die Räder durchgedreht. Also, die Räder drehen sogar durch. Also, was waren so seine Konkurrenten derzeit in den 70ern? Scirocco S in der USA. Das US-Modell vom VW Scirocco war er auch sein Konkurrent gewesen. Von der Leistung her. Interessanterweise, leider. Und ja, schauen wir mal. Er zieht bis 140 km/h richtig gut durch, also muss ich schon sagen. Wir fahren schon die angegebene Topspeed im vierten schon. Und da habe ich ja schon gesagt, die angegebene Topspeed wird wahrscheinlich eher im vierten sein. Und der fünfte Gang ist halt nur zum Spritsparen gedacht. Und schauen wir mal. Es geht bergab. Ja,
wir schauen mal auf den Tacho. Wir bewegen ja uns der 180 schon. Bergab, also bergab fahren mit dem Wagen ist ja ganz leicht. Ja, bergab kann jedes Auto schnell sein. Ja, ich muss aber irgendwie dieses Checkpoint treffen, weil alles andere wäre jetzt halt Kokolores. So. Ja gut, ich glaube, mit der Getriebeübersetzung würde er theoretisch sogar 200 schaffen. Aber der Motor ist schon am Limit. Und ich meine, die haben den fünften Gang von der Getriebe so gewählt, dass man bei Höhengeschwindigkeiten noch leise fahren kann. Also, dass er von der Lautstärke noch angenehm ist und sparsam läuft noch der Motor. Dass er halt in seinem optimalen Bereich läuft, der Motor, vom Drehzahlbereich, dass er halt nicht viel Benzin verbraucht und zügig ist. Und ich sehe, ja, da hat sich jetzt so bei 160 pendelt er sich so wieder ein vom Fahren her, aber vom Handling her ist er sehr sportlich noch. Wir müssen jetzt einfach halt runterschalten. Er hat seine Leistung auch typisch bei diesem Fahrzeug, auch eher im hohen Drehzahlbereich. Was bei Honda ja auch noch typisch geblieben ist bei den späteren Civic-Modellen, dass sie später auch mit VTEC immer noch die volle Leistung, dass sie immer noch Drehzahlen brauchen. Richtig hier, also ein typischer Hochdrehzahlmotor, der erst seine volle Leistung im hohen Drehzahlbereich hat. Aber hier habe ich das Gefühl, bei dem, der hat so im unteren bis mittleren Drehzahlbereich richtig Kraft und im unteren Drehzahlbereich geht ihm langsam die Luft aus bei 5000 Umdrehungen. Aber zieht es trotzdem durch, er will trotzdem durchziehen. Wir haben ja einen Zweifachvergaser, also der macht auch seinen Rest. Ein Vergaser muss sich nur auf zwei Zylinder konzentrieren und nur mit Sprit versorgen. Und das ist schon interessant. Und es gibt verrückte Leute, die tunen diese Motoren auf, aber die verbrauchen weniger. Also es gibt Leute, die tunen den Motor am Vergaser, ja, und verbauen noch zusätzliche Sachen ein, dass der Wagen noch effizienter läuft, weil der noch sparsamer läuft als original. Also du kannst das Auto komplett auf effizient trimmen, dass er noch sparsamer läuft. Und ja, die bei Honda haben einen Motor gebaut, der sehr effizient läuft und ja, sehr, sehr effizient. Wir werden einen Top-Speed-Test machen, aber wir werden nicht ans Limit gehen können wahrscheinlich. Ihr habt ja gesehen, fast 190 schnell bergab mit dem ersten Civic. Ja, der fünfte Gang ist sehr stark, sehr lang übersetzt und ja, typisch Mugen gewinnt das Nachtduell im 8400 Civic CRX Mugen. Oh, das Rennen werden wir auch fahren gleich, also ein bisschen, ja, okay, also wir werden auch wieder eine Horizon Straßenrennmeisterschaft gleich fahren. Also Nachtduell. Oh, du bist im zweiten Nachtduell. Gut, dass die Rennen nicht mehr geheim sind, weil ich praktisch ganz Mexiko davon erzählt habe. Wir werden auch heute auch wieder ein Nachtduell fahren und sehen, Renner. Ich glaube, ich werde die Nachtduelle auch mit in der Let's Play-Folge auch noch mit einbauen halt, weil nach ein paar illegalen Rennen kannst du auch ein Nachtduell ja fahren. So, wir testen jetzt Top-Speed-Test. Also habt jetzt mal Geduld, bis wir halt die angegebene Top-Speed erreicht haben. Wir haben die schlechtesten Reifen drauf und er kriegt die zum Durchdrehen. Aber dass er mit den schlechtesten Oldtimer-Reifen so ein gutes Handling hat, bin ich schon beeindruckt. So. Typische Situation, wir fahren Vollgas auf eine deutsche Autobahn. Wir wollen mal alles rauspressen, was geht. So, jetzt ist so die Teil, wo es eben ist, sage ich. Schon ein bisschen eben ist und das schafft er sogar aus eigener Kraft 170. Wir gehen jetzt mal auch in die Telemetrie und wir schalten jetzt hoch und wir gucken mal, wie der Leistungsverlauf ist und wow, also schaut mal,
Die Drehzahl steigt, aber wir haben immer mehr Leistung. Also du musst den Motor richtig hoch drehen, dass er Leistung bringt. Also es ist schon ein typischer Saugmotor von Honda, der nur auf Drehzahl aus ist. Du musst ihn eigentlich so hoch drehen, dass er wirklich Leistung bringt. Der hält auch die Leistung sehr konstant hoch. So, wir sind jetzt schon bei 5500. Du hast dein Ziel erreicht. Wow. Verdammt, sieht er auch gut an. Er hat wirklich bei hohen Drehzahlen erst so seine volle Motorleistung. Wir haben jetzt 75 PS, 94 Newtonmeter. 10 Newtonmeter Verlust halt bei hohen Drehzahlen. Also 170 mehr nehme ich nicht ab, aber ich will den Gang runterschalten und bei 140 nochmal durchbeschleunigen. So. So, vom Gefühl her, weil er schaffte ja das aus eigener Kraft, die 170. Ja, bei 6000 Umdrehungen haben wir 77 PS, also hat die volle Leistung erst bei hoher Drehzahl. Boah. Das ist so ein typischer Hochdrehzahlmotor und er hat immer noch Reserven, merkt man. Und schauen wir mal, bei 6,5 ist Schluss, da kann er nicht mehr. Also bei 6,5 kann er nicht mehr. Jetzt geht's bergab, schauen wir mal. Ja, 180. Also der Motor zieht für seine Art sehr, sehr gut durch. Und ja. Vom CX Mune haben wir davon eine Let's Play-Folge gemacht? Müsste ich mal gucken. Wenn nicht schon, ja, dann müsste ich glaube ich nochmal eine machen. Dann könnte halt so der PPFGV-Folge noch mit dazu. Aber ja. Schauen wir mal. Also 170 nehme ich ihn ab, die 160 voll ab. Die 160 schafft er ja mit Ärmel geschüttelt, also übertrieben gesagt. Also die packt er problemlos und jetzt fahren wir das vorletzte Rennen und fahren jetzt halt ein Bergrennen jetzt mit dem Wagen. Und schau mal, Bergrennen mit so einem kleinen Wagen, aber es hat ja einen Sinn, da merkt man ja immer mehr, wie durchzugsstark ja der Motor eigentlich ist. Wie durchzugsstark der Motor ist. Und zweitens, der Wagen wiegt ja nur 700 Kilogramm leer. Und mit Fahrrad knapp 800 Kilogramm. Also der Wagen wiegt erstens nichts, der Motor hat nicht so viel Masse, der bewegen muss. Und ich überlege so, zu der Zeit war das so ein typisch durchzugskräftiger kleiner Motor, der richtig ordentlich Leistung bot. Und wenn du jetzt die heutigen 75 PS Motoren mit dem vergleichst, ich guck mal, welche Hersteller haben noch so einen 75 PS Motor noch im Programm? Jetzt muss ich mal gucken. Und klar, von den Beschleunigungswerten sind sie noch alle gleich. Warte. Ich mach mal Renault Clio. Was der so halt noch an Durchzugsvermögen hat mit 75 PS bis zuletzt. Weil der Renault Clio, der war so mit Saugmotor auch ein von den wenigen Modellen, der quasi auch 75 PS noch angeboten hat. Nach 2010 noch. Und da hatten wir, schauen wir mal. Ja, 73 PS. Das ist der D4F. 72 PS. DOHC, Zahnriemen. Auch mit 65 PS, ja. Von der Leistung her, 107 Newtonmeter, sind alle 75 PS Motoren noch heute gleich stark. Auch ein Saugmotor zur heutigen Zeit hat dieselbe Leistung erreicht wie das. Also sie sind vergleichsweise gleich stark, aber von der Beschleunigung ist es jetzt peinlicher geworden. Also peinlicher, und ein heutiger 3-Zylinder 75 PS Motor hat deutlich mehr Durchzugkraft und ist deutlich flotter unterwegs, aber wenn du heute so überlegst, Kleinwagen mit 75 PS heute, die sind deutlich langsamer unterwegs als der mit 75 PS. Und ich glaube auch, aber zum Unterschied, glaube ich, fast genauso effizient unterwegs. Also Honda ist von zu seiner Zeit, vom Spritverbrauch, so weit von seiner Zeit voraus,
vom Spritverbrauch, ich glaube, 40 Jahre schon, 40, 50 Jahre seiner Zeit voraus vom Benzinverbrauch halt nur. Und da hat noch keiner überlegt, nach dem Spritverbrauch. Ich dachte, dass später der Spritverbrauch und CO2-Abgaswerte so wichtig sind. Dass beides zusammen wichtig ist. Und der Motor beweist es ja eigentlich. Und man, also da ist schon beeindruckend, was man schon in den 70ern technisch entstande war, wie sparsam man einen Motor in den 70ern hinkriegen konnte und wie durchzugkräftig er war, mit der ganz einfachen Technik hinkriegen konnte, dass man heute noch strenge Abgasnormen hat, aber dieselbe Leistung rauskriegt, mit demselben Durchzug, nur die Fahrzeuge sind deutlich schwerer und die brauchen ja deutlich länger auf 100 jetzt schon, mit 75 PS wegen dem hohen Gewicht jetzt. Und wenn ich halt überlege, der zieht hier einfach ja nur durch. Meine Güte. Was in den 70ern als sportlich gilt halt heute als Alltagstauglichkeit. Alltagstauglich noch. Und ich merke, der Motor zieht immer noch gut durch hier auf dem Berg. Also ich bin noch sehr durchzugsstark unterwegs. Und hier, Ford Fiesta XR2. Auch so ein Auto. Der hat um die 90 PS und wir können mit dem mithalten. Weil das hat auch ja mit dem Gewicht zu tun. Der Wagen ist ja federleicht. Der braucht ja kaum was. Der schafft es quasi hier problemlos, sich fortzubewegen und sogar flott genug. Sogar am vierten. Ja, jetzt geht's aber hier schön steil bergauf und hier merkst du im Bergrennen, wie gut ein durchzugstarker Motor auch sein muss. Also der Wagen zieht richtig gut durch. Und die Folge wird wieder über 30 Minuten haben. Das kann ich euch wieder versprechen. Die wird wieder Überlänge haben, wegen diesem Extra-Rennen, das ich jetzt gleich für euch mache. Also, es läuft. Kommen wir auf eine lange Geraden und es geht immer noch bergauf. Jetzt müssen wir schalten. Bergauf fahren wir sogar schon 120 und er beschleunigt immer noch. Und man hat wirklich das Gefühl, dass er erst bei hohen Drehzahlen erst so richtig auf Tour kommt. Und jetzt merkst du aber hinter mir, der Ford Fiesta, dass bei dieser Bergaufpassage bringt er halt seinen Leistungsvorteil gleich mit und Hubraumvorteil. Aber Hubraum ist doch nicht zu ersetzen. Aber hier beweist auch der Civic, dass er ein sehr gutes Fahrwerk und schnell um die Kurven sprinten kann. Und jo, jetzt müssen wir bremsen, in den zweiten Gang, dritten Gang gehen. Wieder durchziehen. Und wir merken ja, der Scirocco hat ja ein Vierganggetriebe. Und wir halten mit dem mit auch wenn er mehr Hubraum hat. Weil wir die Leistung des Motors sehr effizient nutzen können. Aber er läuft sehr effizient, der Wagen, und zieht gut hoch und durch. Und jetzt habe ich angekündigt, wir fahren ja jetzt auch nochmal ein Nachtrennen. Jetzt, da holen wir uns den nächsten Civic raus, den CRX Mune. Den meine ich, den hatte ich schon mal vorgestellt. Meine ich, es kann sein, muss aber nicht. Und den fahren wir jetzt. Also die Folge ist jetzt...
für den normalen Zivik zu Ende. Jetzt wird halt ein bisschen Späßchen gemacht. Also ein kleiner Teaser, was uns heute so erwartet. Aha, könnte ich sogar als Teaser immer nehmen. So, wo ist er denn? CXX Mune. Müsste doch relativ schnell sein. Ja. Der ist Serie noch. Den habe ich ja bislang nie benutzt in Forza. Aber schon mal gefahren und. Ja. Da habe ich ihn schon mal gefahren. Und ja, schauen wir mal. Ja. CX Mune. Aha. Also wir müssen schon 700 sein, also wir müssen den tunen. Schade, dass ich nicht ins Serie fahren kann. Also 700 muss sein, also nicht wechseln, sondern in die Garage. Mal mit dem Wagen gehen, kurz tunen. Aber wir müssen den getunten Jugend nochmal tunen. Hört sich bescheuert an, den getunten Mugen nochmal tunen. Wir gucken ja mal, ja, wir gucken mal hier in den Tuning-Einstellungen. Ja, wir haben einiges an Auswahl. Wir könnten auf Heckantrieb und oder Allrad bauen. Wir könnten auf Turbo oder Dings gehen. Wir bleiben aber beim Sauger. Und da typisch. Wir könnten auch, nee, wir haben ja diesen typischen Mugen-Aufbau und wir lassen den auch so. Reifenmäßig. Könnten wir sogar upgraden. Ich glaube, ich lasse nur Reifen. Upgraden mehr nicht. Der Rest passt ja dann. Nur Sportfahrwerk. Na, wir machen doch eigentlich Rennfahrwerk rein. Am Gewicht machen wir mal nichts, nach meiner Meinung. Das Auto ist schon leicht an der Bremse. Okay, machen wir auch was. Also, ist schon was gemacht worden. Ist schon interessant. Getriebe lassen wir mal. Wir lassen das Getriebe. Eigentlich ist ja schon sehr interessant, schon genug. Typischer Hochdrehzahlmotor jetzt. Der knapp 10.000 dreht 173 PS und 805 Kilogramm. Den werden wir dann wahrscheinlich nochmal uns angucken. Und halt zum Vergleich zum normalen Civic RS haben. Weil der basiert auch auf dem Honda Civic. Der CX Mutant gehört auch eigentlich zu den sportlichen Honda Civic Modellen. Und ja. Also dementsprechend versuchen wir es jetzt noch einmal da zum teilzunehmen. Und ja, quasi ist quasi hier die Herausforderung. Wir sehen 1,5 Liter, 1,5 Motor haben wir drin unter der Haube. CRX vs. CRX. Wird interessant. Aber passt eigentlich zur PPFGV-Folge heute, muss ich sagen, dass wir mit einem Civi gegen einen Civic fahren. Und der ist sogar getuned, also ist noch fast Serie. Achtung, fertig. Ja, wir wissen. Aber merkt, wie hoch ich den Motor drehen kann, fast die 10.000. Ja, wir müssen das Auto gewinnen. Also haben wir doch einen Serien Civic gleich auch noch wieder. Serien CRX. Thank you.
Also wenn ich das gewusst hätte, wie lange Getriebeübersetzungen sind. Aber er macht seine Sachen nicht schlecht. Ja, auch wenn er jetzt ein extrem Hochdrehzahlmonster ist. Wow, das ist eine tolle Strecke. Das ist eine richtig coole. Jetzt gibt's Top Speed, Vollgas. Und euch ziehen mit 201 km/h. Dementsprechend springen wir jetzt auf die Teststrecken-Tabelle mit dem Civic RS, wo er sich dann positioniert. Und wir gewinnen jetzt gerade einen Civic. Oh, wir waren flotter. Waren die Kurven. Ihr kennt die Regeln, Street Racer? Keine Sorge, der CRX kommt in gute Hände. Versprochen. Scott Tyler. Jo. Also, wir sehen uns gleich auf der Teststrecken-Tabelle. Und auf die Tabelle geschaut? Jo, da sieht man ja was. Ich markiere es mal. Da positioniert sich der Honda Civic RS von 1974 zwischen den Oldsmobile Tornado aus den 60 und den Monster MX-5 NA. Also, wir sehen, er ist sehr flott und ich habe auch jetzt gerade ein bisschen geguckt. Golf 1 GTI, er war, der Golf 1er GTI war doch trotzdem hier sehr schnell. Aber wir gucken jetzt mal, wo der CX Mutant 84, haben wir jetzt schon mal auf die Teststreckenrunde gefahren. Und ich bin der Meinung, wenn ich den jetzt, werde den nochmal fahren auf die Teststrecke, um mal zuschauen, wo er sich jetzt aktuell positioniert, weil man kann sich ja vom Fahrstil so etwas verändern, dann kann man auch schon deutlich schnellere Runden fahren. Also die Runde wird dann etwas aktualisierter, geschweige denn, die ist langsamer. Wenn sie langsamer ist, bleibt die Rundenzeit. Wenn sie schneller ist, ändert sie sich. Und ja, das wird beim CX Mutant dann passieren, aus 84, also den hat mich schon mal vorgestellt, sehr interessant. Und ja, wie gesagt, hier hat für mich der Honda Civic RS von 74 wirklich eine sehr heiße Rundenzeit gefahren. Er ist nur eine Sekunde schnell langsamer als ein Mazda MX-5 NA, der 20 Jahre jünger ist, klar, auch meine ich jetzt, 20 Jahre. Und ja. Das ist schon eine Sache, 20 Jahre. Wir gucken mal so modernere Autos aus der Zeit. Das einzige modernere ist der Wuling Sunshine S. Ja, der ist ja langsamer, der ist ja... Wie gesagt, VW Caddy mit einem GTI-Motor halt verbaut. Der kommt auch sehr nah ran, aber Originalfahrwerk. Ist halt eine Serie Plus mit GTI-Motor und wir sehen ja... Der Honda Civic, der kann heute noch aus 74 eigentlich noch gut mithalten, wenn es sehr kurvig ist. Also dementsprechend verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Restwochenende. Dementsprechend sehen wir uns wieder Samstag, Sonntag erst wieder. Dementsprechend sage ich Tschüss und Ciao und see you later, Alligators.